Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal auf unserem regulären Hof Obertal. Ich bin wie immer der Schotti von der Testserie. Ja, nebenbei läuft das Sonderkartoffelprojekt auch hier auf derselben Map Obertal, aber dieses Projekt, hätte ich es vorher gewusst, ich hätte es gelassen, aber gut, jetzt sind wir dran, ihr könnt es verfolgen, das Kartoffelprojekt. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir unseren Hof hier nicht vernachlässigen. Hier ist noch einiges zu tun, wie immer. Und wir wollen ja expandieren und machen und überhaupt. Wir haben noch Raps in den Silos, das muss zur Raffinerie. Wir haben noch Sojabohnen zu verkaufen. Wir können mittlerweile auch schon anfangen, wieder neu anzusehen. Wir werden ein neues Feld brauchen. Und vor allem, wir haben ja jetzt die Spedition gebaut, ne? Jetzt müssten wir sehen, dass wir nebenbei noch Ordnung auf dem Hof schaffen, die neuen Parkplätze einrichten, damit hier auf dem Hof andere Fahrzeuge endlich parken können. Also ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr hättet einiges anders gebaut, als ich es jetzt getan habe, zumindest manche von euch. Und das ist auch völlig okay. Jeder hat da so, naja, seinen eigenen Geschmack oder seine eigene Art und Weise, sein eigenes System zu denken und zu bauen und zu planen. Aber im O-Ton, insgesamt fandet ihr, dass es eine tolle Idee war mit der Spedition. Und da bin ich natürlich ziemlich beruhigt, ne? Ganz klar. So. Den möchte ich jetzt erstmal hier. Hier ist ja auch was los. Ein Autodrive, das gibt es ja nicht. Autodrive. So. Hofsilo Getreide abholen. Anlieferung bei der Raffinerie. Und zwar den Raps. Mach das doch mal bitte. Danke. Ja. Und dann habe ich noch wieder Mods zugeschickt bekommen und in den Kommentaren auch einige Hilfen, was die Probleme mit einzelnen Mods angeht. Bei dem hier zum Beispiel habe ich also die XML-Datei umgeschrieben, dass er jetzt auch theoretisch Milch aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet, aber wir werden jetzt hier Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel nehmen und werden das zum Hof bringen und dann testen wir mal, ob das gelungen ist, dass ich also da auch Milch mitladen kann nach dem Umschreiben. Gut, Stroh. Wir haben so viel Stroh, ich muss das jetzt Schritt für Schritt umverteilen. Deshalb mache ich das mit dem Ladewagen. Da sind 1,5 Millionen Liter Stroh sind da drin. Ja, und der hat halt 74,5 Tonnen, aber das sollte unserem großen 800 PS Xerion nicht interessieren. Als erstes möchte ich die Kühe anfahren und mit Stroh versorgen. Mal gucken, weil er so riesig ist, ob der das schafft. Der ist so ziemlich breit. Ja, der ist gut fürs Feld, aber ich habe Strecken eingefahren. Da ist der breite Radstand nicht so vorteilhaft. Aber gut, wir gucken mal weiter. So, den muss ich mal eben wegparken. Da habe ich auch einen Mod gekriegt, den möchte ich noch testen. Aber ich glaube, der ist zwar allgemein gut, also extra für Schneidwerke ein Mod. Aber das, was ich von der Marisel gekriegt habe, das für dieses besondere Schneidwerk hier wird das wohl besser sein. Na, das sehen wir dann. Ich parke den jetzt erstmal weg. Ja, den habe ich da unten eingeparkt. Der war mit der Wasserversorgung für die Kalkgewinnung beschäftigt. Das lasse ich ihn jetzt auch weitermachen. Kalk, da können wir uns also auch gut Taschengeld verdienen. Der braucht seinen Parkplatz. Der ist sogar die Lücke gerade frei. Das ist gut. Das heißt, der bekommt jetzt erstmal
von mir seinen Parkplatz zugewiesen. Dann haben wir den dritten Drescher nämlich auch in der Halle stehen. Da müssen wir mal schauen. Da muss ich die Parkplätze hier noch, naja, eigentlich umbenennen. Eigentlich schauen wir. Ich werde mal von hier so. Nee, das ist nicht gut, ne? Na doch, kann ja. Ja, machen wir gar kein großes Zampado. Wir gucken mal unten drunter, wann er die richtige Markierung hat. So. Das sieht gut aus. Ich starte mal die Aufzeichnung. So. Ja, das wird funktionieren. Schick ist anders, ne? Aber es wird funktionieren. So. Fahr den mal hier rein. Möglichst mittig. Das geht. Muss sehen, dass ich den also ein Stückchen weiter vorfahre. Der soll mir hier nämlich noch einen Punkt setzen. Obwohl das so ist. So muss das schon mal gut sein. Dann kann ich die Aufzeichnung schon beenden und benenne das Parken Drescher 03. So, erstellen. Wo haben wir den? Parken Drescher 03. Er wird auch gleich zugewiesen als sein Parkplatz. Und dann können wir das in Parken auch einsortieren. Parken Drescher 03. Ja. So, die muss ich, also diese LKW-Parkplätze, muss ich natürlich wegmachen. Beziehungsweise ersetzen. Ja, Editor-Modus aus. Kann ich den in Meter zurückfahren und hier ausmachen. So. Damit steht er auch schon nicht mehr im Weg, sondern hat seinen fest zugewiesenen Parkplatz. Das ist prima. Was haben wir denn noch? Der braucht auch seinen Parkplatz, aber da steht noch der LKW drin. Machen wir später. So, erstmal gucken, dass wir hier klarkommen. Der ist voll. Okay, dann fahr du zur Raffinerie. 120.000 Liter Raps anliefern. So, der ist jetzt auch voll. Jetzt will ich es wissen. 29, 9, 78 Pflanzenschutz und 29, 9, 78 Flüssigdünger. Ich gebe Ihnen das Abladen, den Abladen-Modus. Und dann brauche ich die Silos. Hofsilo, Flüssigdüngerabholung, Flüssigdüngeranlieferung. Ich mache mal Pflanzenschutzmittelanlieferung, schalte den ein. Und dann gucken wir mal, ob das mit den Triggern so funktioniert. Und danach überprüfen wir, ob der auch jetzt endlich Milch laden kann. Er fährt jetzt zumindest mal hier ran. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, doch. Also, das mit dem Pflanzenschutzmittel, das funktioniert, das macht er automatisch. Jetzt müsste er noch viel weiter vorfahren, um halt den Flüssigdünger da ins Silo zu füllen. Das kann ich mir fürs nächste Mal merken, ne? Dass er dann den Zielpunkt für Flüssigdünger bekommt. Dann zieht er da durch und macht den Anhänger auch leer. So. Er bleibt. Naja, fast. Fast. Ne? So, Flüssigdinger da rein.
Jetzt muss ich mich mal vergewissern hier, ob wir unser System noch verkomplizieren. 43.000 Liter. Ob das genug ist? Ich weiß es nicht. Pflanzenschutzmittel, Flüssigdünger, na noch nicht. Wir müssen, ich werde also bald Unkraut aktivieren. Dafür haben wir das Pflanzenschutzmittel am Hof. Und ich möchte dann auch, ne, nachdüngen, nach dem Aussehen in der ersten Wachstumsstufe mit Flüssigdünger nachdüngen, dass wir auf die Wachstumsstufe 100% kommen, aber nicht alles auf einmal. Sonst verfalle ich hier dem Chaos. So, Kuhstall. Jetzt machen wir Folgendes. Milch abholen. Probiere das jetzt aus. So, Kühe, Milch abholen. Wo ist der beste Preis für Milch? Also noch haben wir die Milchfabrik oder Molkerei nicht mit in Betrieb genommen. Also verkaufen wir die Milch beim Lidl. Lidl. Lidl ist, soweit ich weiß, noch nicht von uns erfasst worden als Verkaufspunkt. Nö, nur der Lidl. Also muss ich das ändern. Ich werde trotzdem jetzt erstmal gucken, ob ich Milch laden kann, nachdem ich das hinzugefügt habe. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir den Verkaufspunkt Lidli auch noch dazu kriegen. Und ich denke, es wird Zeit, dass ich beim Modhoster die Kurse mal wieder aktualisiere, ein Update hochlade. Naja, kriegen wir schon alles auf die Reihe. Also in der XML-Datei von dem Scania und von dem Anhänger, also die haben beide eine separate XML-Datei, fehlte halt in den, also in der Zeile, wo die ganzen Sachen aufgeführt sind, die er laden kann, die Milch. Ich habe die jetzt per Hand dazu hinzugefügt und ja, normalerweise, ich würde das jetzt normal ohne Anhänger hier machen, ne? Aber ich will jetzt halt mal sehen, das wirklich so einfach war, dass es gereicht hat, die Milch einfach mit in diese XML-Datei reinzuschreiben. Tatsächlich. Ich kann endlich Milch beladen mit dem. Wunderbar. Also war überhaupt nicht so kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer sich dafür interessiert, ich habe den Text aufgehoben und gespeichert. Kann das in den Kommentaren posten. Ich kann aber auch diese, na, ich werde diese Umschreibehilfen mal jetzt noch mal bearbeiten und dann so wie die Modliste mit in den Ordner packen, wo die Modliste drin ist. Und dann könnt ihr da halt rauslesen oder euch die Zeilen rauskopieren, wo beschrieben steht, wie man diese Änderungen vornimmt. So, ich fahre dich jetzt noch ein ganzes Stück zurück, damit du nicht im Weg stehst. Wir müssen ja den Ledli erst einfahren, ne? Jetzt habe ich ein bisschen nebenbei was gewuselt und es läuft auch noch ein bisschen was nebenbei. Jetzt machen wir den hier erstmal voll mit den Sojabohnen. Die möchte ich ja auch noch verkäufen. Bei den Schwarzen hier hatten wir zweierlei Probleme. Zum einen mal konnte er keinen Kompost und keinen Zucker laden. Das habe ich auch in der XML umgeschrieben. Und zum anderen mal funktionierte der hintere Silo nicht von dem Anhänger. Da habe ich auch dran gearbeitet. Ich will das jetzt mal testen. Ich schicke den jetzt einfach mal zum Zuckerwerk. Und dann möchte ich den hinteren Teil mit Zucker füllen.
Mischration war, glaube ich, drin. Weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall den hinteren Teil mit Zucker füllen. Gucken, ob der hintere Teil sich befüllen lässt mit Zucker. Also ob er Zucker dann jetzt annimmt. Und natürlich, ob das Abladen jetzt mittlerweile auch funktioniert. Da war so ein klitzekleiner XML-Fehler halt drin. Na, schauen wir mal. Jawohl. Lady ist jetzt hinzugefügt in die Liste der Verkaufspunkte. Und wollen wir die Milch mal verkaufen fahren? So. Wenn das jetzt auch noch klappt, Halleluja. Also Platz hatte ich genug gelassen. Wunderbar, wie das funktioniert. Ich habe erst wo ich auf dem Lidl-Platz gefahren bin, gedacht, hey, schöner großer Parkplatz, wenig Autos, viel Platz zum Drehen und Wenden. Und dann kam ich an Trigger um die Hausecke rum und naja, ihr werdet es gleich sehen. Wir kommen gerade am Lidl an. Ein schönes Schild, ein bisschen in den Bäume versteckt, aber trotzdem. Und ne, ihr seht, ich dachte, ja, cool, viel Platz und so. Dürfte ja kein Problem sein, auch hier mit dem Road Train anzuliefern. Wo, ich meine, wir haben schon engere Budenstrecken eingefahren für Autodrive. Und das hat auch geklappt. Aber dann kam ich hier um die Häuserecke gleich. Achtung, aufgepasst. Und da habe ich den Trigger gesehen und dachte mir, boah, wie gemein. Also so ein paar Meter weiter zurück vielleicht oder auch, naja, ich habe es trotzdem versucht. Ob es klappt mit dem Abladen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schauen wir. Die Milch befindet sich im Anhänger. Der Fahrer von Pickup, ja, den habe ich eingeparkt. Das ist in Ordnung. Warum fährst du hier so langsam? Wegen dem Trigger, ne? Ja, und er lädt die Milch ab. Ja, wir kriegen Geld aufs Konto. Halleluja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also noch haben wir halt nichts, was wir sonst mit der Milch machen können, als direkt zu verkaufen und auf dem Hof aufbewahren. Dass die sauer wird, möchte ich ja auch nicht. Also doch, ne? So schlecht ist der Trigger gar nicht gemacht. Kann man so lassen. Und die Anfahrstrecke auch. Jetzt müsst ihr jeden Moment auf den Trigger treffen und stehen bleiben. Ja, der Anhänger, das funktioniert soweit. Ja, den Tankzug brauche ich jetzt nicht mehr. Das heißt, den schicke ich schon mal zur Spedition. Da ist der gut aufgehoben. Wir müssen noch die Parkplätze zuweisen. Das machen wir dann bei Gelegenheit. Das klappt doch wunderbar hier. Na, auch wenn es ein bisschen fummelig ist, sag ich mal in Anführungsstrichen, aber kein Problem. Natürlich habe ich Lady so angeschlossen, dass man von beiden Seiten kommen kann und auch in beide Richtungen wieder fahren kann. Das klappt. Okay, gucken wir weiter. Unser Schwarzer. Oh, wo ist denn der Trigger? Da ist der Trigger. Ich fahre jetzt mal den hinteren darunter. Stehe ich weit genug? Ja, klappt. Er lädt jetzt auch Zucker. Und wie gesagt, ich habe auch Kompost mit hinzugefügt. Das konnte er vorher dann auch nicht laden. Und dann würde ich sagen, fahren wir den Zucker gleich erstmal direkt verkaufen, um auch zu überprüfen, ob der jetzt auch hinten ablädt, ne? Das ist ja vorher nicht so gewesen. Und wie gesagt, in der XML habe ich es geändert. Und ich gehe davon aus, Zucker gibt eine Menge Geld. Wir gucken mal, wo der beste Zuckerpreis ist. Ich hoffe, es ist diesmal was, wo wir schon waren.
So, Zucker suchen. Suchen, 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 suchen. Wer sucht, der findet. Da, Zucker. Und Top-Preis. Hotel Reiterhof. Ach, Kinderspiel. Zucker für die Pferde. Hoffentlich kriegen die kein Karies. Ich würde jetzt einfach mal diesen Ablademodus nehmen. Das ist ja bei Verkauf. Hotel Reiterhof. Und dann fahren wir mal dahin und schauen mal, ob das mit dem Abladen klappt. Vielleicht ja sogar automatisch, ne? 230.500 Liter Zucker. Wie viel Zuckerrüben haben wir denn noch hier auf Vorrat? Das muss ja hier auch stehen. Ach. Ach. 778.000. Ach. Locker. Hotel Reiterhof. Also wenn das jetzt auch noch klappt, haben wir so ziemlich alle Fehlerquellen in den Mods erstmal behoben, beseitigt, ja, ausgeschaltet, wie auch immer. So, er fährt jetzt hier an. Und er lädt ab. Sogar automatisch. Aus dem zweiten Bunker. Ja, tja. Da kann ich mich nur wieder bei meiner Community bedanken, dass die so findig sind. 473.308 Euro. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, muss ich sagen. Das ist eine Menge Kohle jetzt gewesen mit Zucker. Also wie gesagt, kann ich mich nur bei meiner Community bedanken, dass die darauf reagieren, wenn ich so meine Problemchen habe. Und auf Fehlersuche gehen und mir dann auch helfen, die Fehler zu beheben. Was der auch noch nicht laden konnte, war Kompost. Aber wo haben wir denn? Na, wir fahren erstmal hin zum Kompostwerk. Ob wir dann heute noch den Kompost verkaufen, das sehen wir dann. Dann haben wir hier noch die Sojabohnen. Die möchte ich heute auch noch loswerden. Direkt verkaufen. Sojabohnen, da. Bester Preis. Bergfruchthandel. Mit dem war ich da noch gar nicht. Aber dieser Bergfruchthandel, das ist ein ganz problematischer Trigger. Ich müsste eventuell mir noch was einfallen lassen. Sonst, was ich für ein Fahrzeug nehmen kann für den Berg. Fruchthandel. Naja. So, dann fahren wir jetzt noch die Sojabohnen verkaufen. Bin ich schon mal gespannt, was wir für die bekommen. Jetzt kommt der spannende Moment. Also zum einen mal, der PKW weiß nicht, ja, doch vielleicht steht er im Weg, aber hier werden sich alle LKWs festfahren, habe ich mir so gedacht, oder auch nicht. Okay. Nö, der Roadtrain packt es. Der andere, der Schwarze, ne, mit dem Doppelsilo, den ich jetzt zum Kompasswerk geschickt habe, der kommt hier nicht rum. Da ist der Roadtrain wesentlich wendiger. 188.197. Das ist gut. Klappe zu. Genau, vorfahren, jetzt den Anhänger noch abladen. Ja, kommt er da auch wieder raus aus dem Trigger? Das ist die Frage. Ich denke ja. So, ja, dann lädt auch den Anhänger ab. Das ist auch gut. Da kriegen wir nochmal 89.763 Euro. Wir haben schon wieder über 2 Millionen auf dem Konto. Das ist aber auch nicht verkehrt. Müssen halt auch noch Anschaffungen machen und alles Mögliche. Feld, Fuhrpark. Ich habe da so eine Idee im Kopf. Muss ich mal schauen. Möchte mir einen eigenen Mod basteln. Auf mich zugeschnitten. Und ich werde den dann, wenn der fertig ist, von Giants prüfen lassen. Ob ich den dann auch veröffentlichen darf. Aber das ist alles so
Zukunftsmusik, Zielorte. Die schicke ich jetzt auch zur Spedition. Du hast deinen Dienst auch erstmal erfüllt. So. Nur das klappt. Das klappt ja wunderbar. Okay, gucken wir noch mal durch. Den meinte ich, ne? Den Schwatten hier. Der kommt da oben beim Bergfruchthandel nicht durch. 357.025. Ah, wir müssen hier auch Kompost hin, wieder was hinbringen zum Verwerten. Ich werde Kompost laden jetzt hier. Gucken, ob das funktioniert. Ja. Ja, er kann jetzt auch Kompost laden. Bin ich ja sehr zufrieden. Dann habe ich die Probleme da schon mal beseitigt. Okay, Verkaufen vom Kompost machen wir beim nächsten Mal. Auch hier ganz wichtig, das Kompostwerk wieder befüllen, dass wieder Kompost produziert wird. Wir springen mal einmal durch. So, der steht hier bereit für seine nächsten Aufgaben. Irgendwann werde ich den wieder brauchen. Der hat seinen Parkplatz. Der. Oh, was ist hier? Da ist ein Silo hinzugekommen. Das war vorher nicht da. Hackschnitzellager. Ah, ja, durch das Map-Update. So. Und da fuhr jetzt der MAN dagegen, weil der ja eigentlich der Kurs lang geht. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir müssen jetzt hier gar nicht groß Panik machen. Wir. Ich hänge jetzt die Zugmaschine ab. So. Wir werden das jetzt hier einfach korrigieren. Ja, wir können das ja hier nach Lust und Laune jetzt rüberziehen. So, machen das ein bisschen nach hier. Machen das ein bisschen nach hier. Oh, das ist ja schon wieder. Ihr seid ja Fuchs. So kommen wir ja gleich unter das Silo lang, denke ich. Den ziehen wir nach hier. Jetzt fahren wir einen Meter vor. Oder zwei oder drei. Da haben die da einfach. Haben die da. Ne? Ihr seht. Ich kann jetzt den löschen. Den löschen. Den löschen. Den löschen. Den löschen. Den löschen, den löschen, den löschen und den löschen. Den lösche ich auch noch. Okay. Dann muss ich hier jetzt natürlich mir was einfallen lassen. Ich werde jetzt hier die Strecke einfahren. Und hier verbinden. Machen die da einfach so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bauen die da einfach ein Silo hin. So, jetzt kann ich dich von hier nach da verbinden. Den ziehen wir noch ein bisschen rein. So, dann müssen wir noch eine Ausweichroute erstellen. Ich generiere mal hier ein Wegpunkt. So. Und dann werde ich von der drunter zu hier verbinden. Fahre die Zugmaschine dahin. Weil wenn da ein LKW unter dem Trigger steht, ne, brauchen wir eine alternative Route. Das, also die Trigger werden sowieso nur angefahren bei Bedarf. Aber dass die da vorbeikommen. So. Da haben wir das ja schon wieder geflickt hier. Heidewitzka. So und so. Wunderbar. Okay. Problem gelöst.
Da müssen wir natürlich das Beladen von diesem Silo irgendwann auch noch. Aber diese Hackschnitzel-Silos brauchen wir gar nicht. Glaube ich nicht. Werden wir sehen. So, und jetzt kannst du weiter zur Spedition fahren. So, und dann fangen wir noch mal von vorne an gucken. Wie gesagt, den brauche ich irgendwann mal. Der parkt ordentlich. Der fährt jetzt zur Spedition. Der steht schon bei der Spedition. Den müssen wir hier auch anfangen, dann die Parkplätze zuzuweisen. Hier ist nichts zu tun. Der parkt, der parkt. Der ist voll mit Stroh. Ich werde als erstes das Sägewerk mit Stroh beliefern noch, wenn ich es nicht vergessen habe bis dahin. Und den Rest Stroh dann ins Kompostwerk. Wenn das Kompostwerk auch voll sein sollte, kann ich Stroh immer noch verkaufen. So, hier werden wir dann ansehen. Hier werden wir dann auch ansehen. Ich werde übrigens von Zuckerrüben umstellen auf Zuckerrohr, weil wir Zuckerrüben nicht brauchen. Zuckerrohr hat einen sehr hohen Ertrag für die Zuckerfabrik und wächst nach. Ich weiß nur nicht, wie oft. Das werden wir sehen. Okay, der verleibt sich hier immer noch Kompost ein. Alles gut. Nein. Nun, der ist voll mit Wasser. Den Wassertank, der soll auch zur Spedition gebracht werden. Da wird der dann abgestellt. Ah, jetzt weiß ich. Wir werden bei der Spedition auch noch so ein Wasserfass bauen müssen. Jetzt habe ich den so blöde da geparkt vorhin. So. Wir werden bei der Spedition auch noch ein Wasserfass hinstellen, dass wir auch an der Spedition neu betanken können. Okay, der steht noch. Noch. Der ist schon mal frisch eingeparkt. Für den finden wir nächstes Mal den Parkplatz in der Halle. Das ist gar kein Thema. Dann ist der auch ordentlich einsortiert. Ich habe da das Gefühl, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ja, das war's schon. Das war's. Okay, also wir haben Fehler behoben, wir haben einen neuen Verkaufspunkt hinzugefügt, wir haben, also ich habe bei der Spedition schon mal das Nötigste an Strecke eingefahren, wir haben wieder eine Menge Geld verdient, das wir, wie ihr wisst, auch brauchen. Wir nähern uns so langsam echt einem Bereich. Aha. Aha. Wir nähern uns so langsam echt ein Bereich. Das ist schon ein Riesenunternehmen hier. Das wird noch mehr. Das wird noch wachsen ohne Ende. Naja, gut. Okay. So viel dazu. Fehler behoben. Geld verdient. Prima. Läuft soweit. Ich sage mal wieder vielen lieben Dank an die Community für die Hilfe, für die Fehlerbehebung. Vielen lieben Dank an alle fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Daumen nach oben. Und wünsche euch einen tollen Start in die Woche oder hoffe, ihr habt eine tolle Woche vor euch. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.